Den müssen wir kaputt machen. Und Rot? Rot ist in der KI-Schleife gefangen, glaube ich. Dem ist aktuell. Und wir haben die Schwertschmiede, die will ich haben. Ich brauche die Burg. 4 Tonnen, die kriegen wir aber auch hin. Ach, diese scheiß Kriegsschiffe sind schneller als ich. Hallo? Aha, du kannst nicht angreifen, du hast keine Kanonen. Hat er noch eine Werft gebaut? Nee. Also manchmal... Der macht auch noch nichts. Ich will ihn nicht angreifen, aber wenn ich jetzt direkt angreife, kann es sein, dass er deswegen was baut. Okay, eine Burg kann ich mir leisten. Die ersten Schwerter habe ich auch. Dann würde ich sagen, es ist tatsächlich Zeit, sie in radioaktiven Staub umzuwandeln. Die Burg bauen wir einfach mal hier hin. Das Gute ist, mit dem Handelsschiff kann ich dann tatsächlich genug Güter rüber mitnehmen. Kaufe ich eigentlich Eisenerz ein? Wartet mal. Ja, die verkaufen mir Eisenerz. Das gefällt mir außerordentlich gut. Eisen kommt auch rein, dann kann ich demnächst eine neue Werkzeugschmiede bauen. Schade, ich dachte, die passt hier noch hin, dann muss die halt hier hin. Die Schwerschmiede kommt dann eh wieder weg, wenn ich so weit habe, was ich wollte. Ich glaube, ich greife wirklich Rot zuerst an, bevor der anfängt. Ich glaube, der hat wirklich sein Schiff an die Piraten verloren. Ihr dürft euch weiter ausbauen. Nahrung haben wir, Stoffe werden demnächst sinken. Das heißt, ich kann jetzt mit jedem Werkzeug, was reinkommt, ein Haus ausbauen. Das ist super. An Holz mangelt es ja nicht. Klar, ich könnte auch Kanoniere machen. Das würde mich jetzt wirklich die Produktion mir schenken können, aber andererseits warum? Baut euch schön aus. Eine Einheit wurde ausgebildet. Okay, Hauptsache Geld baut keine weiteren Sachen, die mir auf den Sack gehen. Oh, wartet mal, ich brauche ja Werkzeug. Das darf ich nicht vergessen. Ich muss ja Werkzeug mitnehmen, weil sonst kann ich da unten kein Konto auf Rot sein Ding errichten. Und ich glaube, dass die Insel werde ich auch direkt so übernehmen, wie sie ist. Genauso werde ich das mit Gelb sein Inseln machen. Die werde ich diesmal auch ausnahmsweise direkt übernehmen, obwohl... Das sollen für mich keine Produktionsinseln werden, aber trotzdem. Wie könnt ihr es am besten verhindern, dass der Gegner Kanonen bekommt? Ganz einfach, vernichtet ihn anfangs. Bevor er auch nur zu Bürgern kommt. Und unter diesen Umständen werden die es auch nicht zu Bürgern schaffen. Mit Rot hat man echt... Neue Soldaten sind verfügbar. Rot hatte wirklich, dass er in der Schleife gefangen ist. Und mit Blau hat man auch sehr viel Glück, dass wir ihn am Anfang vernichten könnten. Normalerweise ist, wenn ich Weiß spiele, Rot immer der... Mit der auch nur ein kleines Handelsschiff hat. Die anderen haben nämlich große Handelsschiffe und ehrlich gesagt schafft ihr es bei denen gerade mal auf die Hälfte und dann ist euer Schiff versenkt. So sieht es nämlich aus. Ich brauche ja auf jeden Fall mindestens zwei Inseln, weil sonst machen die fahrenden Händler wieder nichts mehr. Und ich habe zu viel Holz. Aber das wird sich auch demnächst wieder lösen, denke ich mal. Nahrung steigt. Stoffe steigen auch noch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber sie tun's. Okay, wir haben jetzt endlich genug hiervon. Das heißt, du kannst erstmal ausgehen. Denn es kostet mich alles nur Geriebenes. Mit Steuerung, die es nicht wissen, Steuerung drücken und auf das Schiff und dann gehen die rein. Wie gesagt, das wird nie erklärt im gesamten Tutorial. Hast du eine neue Werft gebaut? Ich glaube, dem fehlt Werkzeug. Ja, soll dem so sein. Ich guck da mal. Oh, das ist. Sieht sehr interessant aus. Hier wäre ein perfekter Ort für ein Dorf, ehrlich gesagt. Ich glaube nämlich auch, da ist eins drauf. Dass genau hier ein Indianerdorf ist. Vielleicht lasse ich die Burg doch mal stehen. Obwohl, eigentlich will ich
will ich Indianer eigentlich nicht vernichten. Man kann es machen, aber ist jetzt nicht meine Intention. Und danach kann ich anfangen, mich auszubauen. Dann habe ich erstmal wieder die Grundlage für mein Leben hier geschaffen und dann geht's so richtig ab, würde ich mal sagen. Naja, wir haben noch 3 Tonnen Schwerter, damit könnte ich zur Not nochmal einen ausbilden. Und wie gesagt, die Schwertschmiede brauche ich dann eigentlich gar nicht mehr. Gesichert. Darf ich eigentlich einen Triumphbogen bauen? Ey, ich krieg gar keinen Triumphbogen, wahrscheinlich weil er nicht ausgebaut war. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Wenn ich schon mal da bin. Bevor ich mir eine Insel hole. Oh, das Gold. Diese Insel. Tut mir leid. Für Land und König gibt's Breitseite. Hätte er eh schon Krieg mit uns, oder? Ja. Hätte ich auch, also da wäre ich nicht mehr freundlich. Oh, er baut Wall. Das wird ihm aber nicht viel bringen. Mach das mal kaputt. Wenn ich darüber nachdenke. Mach den mal kaputt. Volle Breitseite in die Wunden. Gibt Breitseite. Volle Breitseite. Gibt Breitseite. Wir müssen Wald zerstören, damit ich an das Ding rankomme. Volle Breitseite. Volle Breitseite. So, der Konter wird ja immer als erstes ausgebaut. Jetzt hat er schon mal keine Holzproduktion mehr, das heißt, er muss alles kaufen und das wird einfach zu teuer auf Dauer. Vor allem am Anfang, wenn man eh noch nichts hat. Wir werden sehen. Warum hat der hier Gold? Das ist so gemein. Aber wie gesagt, diese Insel wollte ich eh haben da unten. Hat er nicht einen Vulkan hier drauf? Ach ne, es war gelb hier. Okay, den kann er von mir aus haben. Mach ich zuerst die dann platt? Ich glaube ja. Ich glaube, dann hole ich mir erst die Hauptinsel. So, jetzt wird er gleich wieder ausbauen. In der Zwischenzeit... Ich sag... Boah, der einfach einen neuen? Boah, dieser scheiß Nachbar von mir. Klar, die sind für den Anfang das Einzige, was du hast, aber es ist einfach nervig, wenn man bloß Schwertkämpfe hat und es ist auch nervig, wenn dieser blöde Nachbarshund unten die ganze Zeit bellt. Okay, die zündeln schon ein bisschen weniger, habe ich das Gefühl. Vielleicht haben sie es endlich gerafft. Die Feuerwehr achtet gleich mal darauf, dass hier nicht mehr so viel Feuer gelegt wird. Okay, die sind fertig. Das ist das Nächste. Du spinnst wohl. Es ist halt immer so lästig, die Märkte halten halt so viel aus. Aber das Gute ist, sie haben keinerlei Kanonen und sie haben keinerlei Schiffe. Ja, ich glaube, die Nebeninsel wird mein nächstes. Die hier. Ich habe zwar erst gesagt Hauptinsel, aber ich glaube, ich nehme wirklich die Nebeninsel. Denn da wächst tatsächlich schon Tabak drauf und eine erste Produktion ist auch schon drauf, ehrlich gesagt, Getreide. Dafür sind die mir zu schade, dafür nehme ich lieber die kleinen Inseln. Auf denen echt nichts wächst. Baut auch immer wieder neue Holzfäller, was fällt dem ein? Die müssen natürlich zuerst weg, weil die versorgen ihn mit Holz. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Eine Bevölkerung von 500 mit Siedlern ist echt gut, glaube ich. Das kriegt man normalerweise nicht hin. Wäre das jetzt eine Spielerpartie, ich weiß nicht, ob der andere von mir beeindruckt wäre oder ob er mich auslachen würde, weil ich noch nicht aufs Bürgern bin. Allerdings unter diesen Umständen, wenn es so laufen würde, würde er nicht lachen oder sie. Garantiert nicht. Wenn du nämlich kein Schiff hast und noch keine Kanonen hast und der andere hat noch ein Schiff mit Kanonen, hast du keine Chance mehr irgendwas groß zu machen, weil wenn der Spieler das will, lässt er dich ausbluten. Da kannst du absolut gar nichts dagegen machen. Wenn du dann auch noch Pech hast und du bist auf einer Insel, auf der weder Tabak noch Alkohol wächst, hast du gar keine Chance. Also wenn du zum Beispiel eine Insel mit Gewürzen, genau wie die hier, kannst du einfach nichts machen. Du kannst nicht auf Bürger kommen, es ist nahezu unmöglich. Jetzt hat er Schiss.
denn jetzt kämpft er um sein Überleben. Weil wenn das jetzt noch kaputt ist, passiert das. Ein Spieler wurde besiegt. Kein Einkauf, haben wir Verkauf? Okay. Ich würde mal sagen, ich sichere mir mal das und das. Wie steht es um die Bilanz dieser Insel? Minus 69, aber wegen Einkaufskosten. Ich würde mal sagen, das lasse ich erstmal als zusätzliche Geldquelle. Zu Befehl. Ehrlich gesagt, soll das hier auch kaputt gehen, ist mir jetzt erstmal egal. Das kann, ich werde es später noch ummodeln, das weiß ich. Kenn mich doch. Naja. So, wir haben jetzt 400 Siedler. Wahnsinn. Ich würde sagen, dann, nachdem ich die alle weg habe, werde ich direkt... Habe ich noch irgendwas? Kriege ich noch irgendwas, wenn ich Siedler habe? Ne, ich glaube nicht. Schade. Ich habe gedacht, vielleicht, wenn man genug Siedler hat, kann man vielleicht irgendwas überspringen. Das wäre irgendwie cool. Das wäre sehr lustig. Okay. Hat er eine Werft gebaut? Nö. Kann mir aber eigentlich auch egal sein, wenn hier irgendwie alles zusammenfällt. Oh, wir haben noch Holzfäller gebaut. Interessant. Wirklich kein Einkauf? Interessant. Kein Wunder, dass er pleite gegangen ist. Das Ding sollte ich vielleicht reparieren. Wenn ich Holz habe. Hat sich erledigt. Die fallen halt irgendwann zusammen, wenn man sie lange genug nie repariert. Aber andererseits... So, es geht. So geht's auch. Haben die noch Kosten eigentlich, wenn die kaputt sind? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fehlt da eins an Bevölkerung. 14 Tonnen, das reicht. Und dann sagen wir mal Ade zu dieser Insel, würde ich sagen. Volle Breitseite! Angriff! Attacke! Lange wird die auch nicht halten. Dennoch, er kann mir nicht viel entgegensetzen. Wir haben plus 400 mit Siedlern an Bilanz. Okay. Hier baue ich mal eine schöne Steinbrücke. Ausnahmsweise baue ich mal eine Pflasterstraße. Hallo? Pflasterstraße? Darf ich da nicht lang bauen? Ach, ich bin Steinbrücke. Kein Wunder, ich brauche nicht mehr Schläfer. Warum geht das nicht? Mit genug Stein kann ich ja dann eh erstmal Schabernack hier treiben. Und kann ich auch meinen Leuten dann Steinstraßen geben? Haben wir denn genug Eisenerz? Irgendwie kriegt man das nicht so richtig. So, eine recht beschauliche Musik. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Und das da missfällt mir auch sehr. Und die sollte ich auch loswerden. Da muss er das Zeug nämlich kaufen. Wie gesagt, ich halte mich jetzt nicht damit auf, die Häuser zu zerstören. Ich übernehme einfach nur noch die Inseln. Das ist am einfachsten, glaube ich. Ja. Stoffe sinken. Das ist aber noch okay. Alles noch im Rahmen. Drei Häuser Pioniere. Was? Den wollte ich eigentlich. Ich komme auch gleich mal verschießen. Der Konto ist einfach wichtiger. Deshalb wird er öfter. Öfter repariert, weil wenn der Konto kaputt geht, dann ist die Insel verloren. Und ihr müsst den Gegner, wenn ihr den Konto direkt angreift, auch so lange angreifen, bis ihr es schafft, den Konto zu zerstören. Und da ist einfach einfacher... das hat er aufgegeben. Es ist halt einfach einfacher, das so hier zu machen. Den hier wird er eher reparieren als den, glaube ich. So würde ich es machen. Wenn ihr auch keine Kanonen habt und ihr habt halt den Gegner bei euch auf der Insel, habt ihr auch keine Möglichkeit, euch zu verteidigen.
Baut einfach einen neuen von mir aus. Gleich. Er hat einen neuen Markt gebaut irgendwo, ich hab's gehört. Oder auch nicht, hab ich gehört. Ich dachte gerade, ich hab's gehört. Er verliert Marktplätze, das ist gut. Den kann er von mir erst nachbauen da oben. Den habe ich relativ schnell zerschossen. Ich verstehe nur nicht, dass dem immer so viel Zeug verkauft wird. Ich denke immer, dass unten ein Feuer mal ausbricht. Okay. Der ist schon angeschlagen. Geht die jetzt primär auf den sein? Das finde ich voll scheiße. So. Nachdem wir das da hinten weg haben. Das ist voll gemein. Ich kaufe mein ganzes Holz auf und verkaufe es ihm. Kein Wunder, dass er sich so schnell ausbaut. So, ich sag doch, wenn irgendjemand das kauft, dann kriegt man das eher los. Wir haben jetzt ihm mein ganzes Holz, glaube ich, verkauft. Und damit kann er natürlich ein bisschen arbeiten. Das könnte ich auch. Das waren jetzt um die 70 Tonnen. Deshalb sind die auch die ganze Zeit hin und her gerast. Wer hat jetzt einen Einkauf? Ja. Ist der blöd? Röhren hoch. Macht denn sowas aus? Schau mal schnell Holz. Oder ich nehme einfach das, was ich mit hab. Das kann von mir erst weg. Den erhalten wir. Den kann ich nicht erhalten. Den will ich aber erhalten. Setzt neuen Kurs. Ja, ich hätte gern die Produktion hier. Wie steht so meine Bilanz? Ja, die sinkt jetzt natürlich ein bisschen. Das ist aber okay. Ankerlichten. Okay, wir haben Nahrung auf dieser Insel und wir haben Stoff auf dieser Insel. Mehr braucht diese Insel eigentlich nicht, damit diese Siedler und Pioniere da drauf überleben. Vielleicht noch eine Feuerwehr. Da sehe ich nämlich gerade keine, wenn ich ehrlich bin. Da würde ich gerne noch eine bauen. Zumindest solange ich die Siedler hier drauf existieren lasse. Na. Dann hole ich neues Zeug und dann kann diese Insel hier von mir aus erstmal bleiben, wie sie ist. Setz die Vorsegel! Was habe ich hier noch im Einkauf? Okay, Eisenerz wird anscheinend verkauft, das finde ich super. Verkaufen wir so viel Eisenerz wie nur irgend möglich. Und ich würde sagen, dann mache ich gelb platt. Haben wir hier keine Mühle drauf? Was ist denn das für eine Misswirtschaft, die bauen? Wir haben Getreide. Ach doch, hier ist doch eine Mühle. Okay, habe ich nichts gesagt. Aber. Oh nein, meine ganzen Felder werden eingehen. So. Für unseren sind das drei Stück? Ich sehe bloß zwei. Ach, das ist die drei. Hat diese Insel ein positiv... Okay, von Einkaufskosten abgesehen haben wir eine positive Bilanz. Das ist okay. Gelb ist noch nicht dazu gekommen, sich weiter auszubauen. Die Insel da oben will ich aber unbedingt haben tatsächlich. Habe ich das auf das umgestellt, was für ein Schwachsinn. Dann nehme ich auch noch was davon mit. So, und dann werden wir, würde ich sagen, machen wir ihn hier mal platt. Haben wir uns maximal ausgebaut. Wir haben knapp 500 Siedler. Das werden, glaube ich, ein paar, wenn wir es so weit treiben, ein paar Aristokraten. Aber nur ein paar. Das ist das, okay. Unsere Bilanz ist auch super. Ich glaube, wir können dann ohne Probleme uns groß ausbauen. Ah, hier wächst ja nur Tabak drauf. Das wird meine Tabakinsel. Dann wird das... Hier wächst alles drauf. Das ist so gemein, wenn alles wächst.
Hier habe ich auch keine Feuerwehr, oder? Die hätte ich aber tatsächlich gerne hier. Ah, dieser Aufbau. Kann ich es auch hier anbauen? Oh nein, meine Insel. Mal sehen, was das von mir trifft. Sieht nicht so aus. Und dann bricht diese Insel aus. Okay. Ist auch gut, dass es bloß hier hinten. Das heißt, ich kann rein theoretisch hier eh noch was hinbauen und hier hinten ist alles sicher dann. Ich glaube, es sind keine Eingeborene. Das wundert mich. Ich hätte gedacht, hier gibt's welche. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay. Mach mal das kaputt. Also, warte. Wow, es bringt sehr, sehr viel immer. Wie gesagt, hallo? Wie gesagt, es bringt immer sehr, sehr viel die Sachen. Keine Ahnung, ich habe einen Faden verloren. Ich will ihn gleich wieder aufbauen. Ich werde erstmal versuchen, die Rohstoffe. Ich werde erstmal alle Rohstoffe verbrauchen, die noch da sind. Lalalala. Lalalala. Ach so, ja genau. Es werden erstmal alle Rohstoffe verbraucht, die er jetzt eingelagert hat. Und sobald die aufgebraucht sind, scheint jetzt schon zu sein. Was jetzt? Mine alle? Nö. Feuer. Primär hier oben immer. Da geh schon hin. Ah, es gehen beide hin. Nö, der hat irgendwie keinen Bock dahin zu gehen. Der... Ah, jetzt fällt's ihm auf. Der hat auch einen Strafdienst hier. Ich glaube, Sachen aufbauen ist anstrengend. Aber ich glaube, wenn du mit reiner Muskelkraft Sachen zerstören musst, kann es auch echt aufreibend sein. So, jetzt wird ein Konter wieder errichten. Ich finde es aber so toll, dass tatsächlich auch die KI Güter hat. Dass sie tatsächlich eine normale Anzahl an Gütern hat und mit denen bestimmt haushalten muss. Für Land und König. Kann sein, dass... Die haben doch den hier unten zerstört und den, damit der jetzt als nächstes fertig sein, okay. Und das war dann der letzte Spieler auf dieser Welt. Es lief eigentlich zu gut, wenn ich ehrlich bin. Danach kann ich die Einheiten auflösen, wenn ich den hier auch platt hab. Ja, das Gute ist, der ist hier weit ab vom Schuss. Das war vielleicht meine richtige Entscheidung, dass ich das so weit weg... In die Wanten. Ein Spieler wurde besiegt. Ja, ein bisschen mehr Enthusiasmus, wenn es geht. So, Einkauf am Arsch. Verkauf haben wir gar nicht. Ich sage, dann sichere ich mir mal erstmal die Insel. Was wächst denn hier drauf? Nur Weintrauben. So. Ade. 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 Und ja, ehrlich gesagt, komme ich dann gleich wieder. Es mangelt an Alkohol. Was? Wo denn? Ach, leck mich doch. Ach so, deshalb kann ich die Steuern so hoch treiben, richtig. Egal. Da wächst eh bloß Tabak. Habt ihr alles, was ihr braucht? Ja. Warum die Dinge an sind, kann ich euch nicht sagen. Die kann ich eigentlich ausmachen, vielleicht brauche ich sie mal, ich glaube aber nicht. Ich bin einfach ehrlich gar kein Freund von solchen Sachen hier. So. Bilanz plus. Ich kann jetzt das hier ausmachen. Und das Ding brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Also ohne die Kosten. Und ich würde sagen... Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwebt. Dass es schön brennt. Nee, ich würde sagen, wir fangen an mit Alkohol. Und das werde ich gleich am Anfang outsourcen. Wir haben ja nämlich hier oben eine schöne Insel dafür. Und ehrlich gesagt, mache ich die hier schon mal an, damit ich den ersten Alkohol sammeln kann. Schnauze. Das soll's doch brennen. Und dann werde ich auch langsam damit anfangen, die Inseln hier erstmal nicht nur zu besiedeln, sondern sie auch platt zu machen, soweit.
Wein ist gut für den Anfang. Ich werde eh massig Leute brauchen, das weiß ich. So, und davon kann ruhig mal 100 Tonnen rüberwachsen. Also, spätestens wenn ich jetzt gleich anfange hier zu machen, dann werde ich die... Ach, ihr könnt so lange noch mehr Steuern zahlen. Mein Geld brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber... Dann würde ich sagen, dann mache ich die erstmal dem Erdboden gleich alle. Habe ich zwei Werkzeugschmieden? Ja. Wenn ich genug Eisenerz habe, bin ich fast versucht, noch mehr Werkzeug herzustellen. Aber das soll erstmal reichen für den Anfang. Wir haben sehr viel Geld. Wir haben 500 plus und das allein mit Siedlern. Jede meiner Inseln hat eine positive Bilanz. Aktuell, also rein theoretisch. Einkaufskosten rechnen wir weg. Die zählen nämlich aus meiner Sicht nicht. Machen wir mal was Nützliches aus dieser Insel hier, ehrlich gesagt. Finde ich die gerade so zum Kotzen. Ich finde den Aufbau der KIs manchmal echt scheiße. Sowas von dämlich. Dämlich. Also. So, dann kriegt man. Jeder Marktplatz bringt übrigens 10 Tonnen Lagerfläche dazu. Alles muss mir gehören. Jedes Pitzelchen. Okay. Oh, ich habe einen Steinbruch hier. Den sollte ich vielleicht mal anmachen. Aber hier unten würde ich erstmal sagen. Goodbye, Flora und Fauna. Ich glaube, dieses ganze Ding hier ist absolut weg. So. Wie gesagt, wir haben jetzt. Wir können jetzt. Hoppla. Wir können uns jetzt frei entfalten, wie wir das wollen. Kennt noch jemand die Mission Freies Entfalten in Cultures? Wahrscheinlich nicht so, aber Cultures hat. Da hatte ich noch ein paar Abonnenten weniger. So viel weniger jetzt auch nicht, aber. So viele Abonnenten habe ich. Ich rede hier so, als hätte ich 10.000 Abonnenten oder 100.000. Ich glaube, das werde ich nicht erreichen. Übrigens, wenn ihr Ideen habt, was ich in meinen nächsten Specials machen kann, nur her damit. Unglaublicherweise fürs 100.000er Special habe ich schon eine Idee, aber wenn ich das überhaupt mal erreiche, bin ich dazu wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, das zu machen. Vielleicht sollte ich es mal ein bisschen eher anfangen. Damit ich damit ich damit schon mal keine Probleme mehr kriege, weil ich glaube, wenn ich dann 40 bin, brauche ich das vielleicht nicht mehr anfangen, dann könnte mich das umbringen. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Je nachdem, wie schnell ich die erreiche. Ich glaube aber nie, dass ich überhaupt eine hohe Anzahl an Abonnenten erreiche. Ist halt so. Man kann natürlich hoffen, dass man mega Erfolg hat mit seinem Account, aber man kann sich auf solche Sachen halt nicht verlassen. Sollte man auch nicht. Dabei habe ich ja noch meine Arbeit, die mittlerweile nicht mehr so kacke ist. Denn tatsächlich haben sie nach 2 Jahren festgestellt, dass meine Stelle vielleicht doch, dass ich ein bisschen überfordert sein könnte. Klar, ich habe es irgendwie hingekriegt, ohne durchzudrehen, aber dass man nach 2 Jahren feststellt, oh, für diese Arbeit kann man ja eigentlich 2 Leute beschäftigen. Jetzt habe ich jeden Mittwoch mal kurze Hilfe. Das bringt schon mal was. Ein paar andere Sachen wurden mir auch abgenommen, das ist schon mal echt sowas von hilfreich. Klar, jetzt brauche ich immer noch ein bisschen, bis ich rumkomme, aber es wird besser. Ob es so lange bleibt, weiß ich nicht. Jetzt über die Jahre war es sowieso besser, weil ich da weniger, sagen wir mal, Anfragen bekomme. Ich werde diese Insel so vollpumpen mit Weingütern. Ich brauche das halt später. Stein brauche ich hier nicht hochliefern, das kriege ich ja hier. Die werde ich vielleicht irgendwann dann wegpreisen müssen. So, wie viel... Oh, Stein habe ich ja noch. Super, es fehlt aber ein Holz. Wie viel Wein haben wir denn schon hier eingelagert? Oh, ich habe die ganze Nahrungsproduktion weggerissen. Naja, nicht mein Bier. Alkohol. 39 Tonnen, damit können wir doch schon mal anfangen.
Dann kann ich mich die Steuern hier hochtreiben.